Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht mehr, erlebt mehr und kennt Worms wie seine Westentasche, kennt jede Ecke und noch so jedes kleinste Detail. Aus diesen Details machen wir jetzt ein Quiz und zeigen Ihnen Wormser Denkmäler, wie Sie sie wahrscheinlich noch nie vorher gesehen haben. Das ist Kennen Sie Worms. Neues Rätsel, neues Glück. Die Frage bleibt gleich. Welches Denkmal ist hier zu sehen? Finden Sie es heraus? Wissen Sie, was das ist? Nee, wirklich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Gar keine Ahnung oder irgendeine Idee? Moment. Ich laufe immer nur die gleiche Strecke. Ich weiß nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Nicht schlimm, haben bis jetzt keiner erkannt. Es ist alles hier in Worms. Okay. Ich weiß, wo das ist, aber... Das ist ein Rhein. Da am Rhein, da ist jetzt auch so dieses Drehteil da. Ich weiß, wie es heißt. Komisch, weil ich 9 Jahre wohnte in Worms, aber ich noch nicht gesehen. Aber irgendeine Bronze ist es, weil Patina das Grüne. Ich glaube, irgendwas mit Nibelungen. I'm so sorry, but yes, I think it is the man that who killed the dragon. Is it correct? Oh, really? Erstens da die Rüstung und das Boot. Wie heißt es? It's his enemy. He killed Siegfried. Nibelungen Drache, mal, ich weiß nicht ganz genau. Ein Moment. Nicht googeln ist nicht kaputt. Ich weiß auch nicht, wie das heißt, aber ich kenne es. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich auch nicht. Das ist am Siegfried. Hagen-Denkmal. Das ist das Hagen-Denkmal. Hagen-Denkmal? Das ist genau der falsche Fuß vom Hagen-Denkmal. Woran hast du es erkannt? Am Fuß. Denn wenn er anders steht, wird er nicht ins Wasser kippen. So steht er falsch. Wenn er mit dem Schatz runterkippt, fällt er um. Das Hagen-Denkmal lässt jeden kleinen und großen Schatzsucher wehmütig gen Rhein blicken. Der Nibelungensage nach hat Hagen den sagenumwobenen Schatz der Nibelungen im Rhein versenkt. Der exakte Ort ist nicht genau überliefert. Die Bronzestatue von Johannes Hirt wurde 1905 zuerst in der Bürgerweide aufgestellt, bevor sie 1932 endgültig an das Rheinufer versetzt wurde. Heute ist das Denkmal ein wesentlicher Bestandteil der Rheinpromenade. Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, der kann nicht nur das Hagen-Denkmal erkennen, sondern auch vielleicht den Nibelungenschatz. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. Vielleicht haben Sie auch etwas gelernt und kennen Worms nun ein bisschen besser.